habe gesehen, dass jeder so A Day in the Life aufmacht. Das ist ein Tag von mir. Viel Spaß. Bist du unten, Ronja? Ja, komm, ich hol dich ab. Soll ich dich angucken oder die Kamera? Die Leute kommen jetzt alle. Wir machen gerade ein Fotoshooting. Und eigentlich, ich verspreche, das sind keine komischen Aufnahmen, die wir hier machen. Das ist alles professionell. Das ist alles so, wie es sein sollte. Ich hätte auch direkt sagen können, dass die Tür auf ist, ne? Oh muss ich dich entschuldigen, alles gut. Hä? Ist okay. Mach dir keinen Stress, Digga. So. Natürlich haben die einen Leben. Ja, deswegen ja. Safe haben die einen Leben. Ja, worüber diskutieren wir gerade? Weiß ich nicht. Ah ja, das sieht dope aus, Digga. Das ist so ein Video von ihr, komm mal her. Aufnahme von ihr kommt jetzt. Die hat jetzt so krasses Gesicht und so krasse Augen. Ja, die Nahaufnahme von ihr ist dope. Bruder, Manischer. Ist geil, good job, Digga. Einmal ein herzlich willkommen von uns als Team, Victoria, Danny, ich, Patrick und Matt. Yep, that's me. You're ey, falls ihr irgendwelche Fragen habt, weil ich habe gerade eben auch gesehen, dass einige hier standen, sehr, sehr schüchtern waren, ihr könnt auch zu uns kommen, falls irgendwas ist. Weil nicht, dass ihr da steht, 20, 30 Minuten am Stück, weißt du? So, kommt zu uns, macht etwas, shootet. Selbst wir als Hosts, wir fotografieren auch, weil wir ein bisschen zu wenige Fotografen gerade da haben. Deswegen, falls was sein sollte, gebt uns Bescheid. Ja, Jungs, viel Spaß, ne? Let's go. Ihr müsst jetzt nicht alle warten. Danke für die Orga. Kommt nichts mehr. Kommt nichts mehr, komm, raus. Ein bisschen Alkohol, ich so ein bisschen Wein. Ja, ich guck mal, Also, wir wollten keinen Alkohol da haben. Aber weil, sowas machen wir nicht. Kein Alkohol, sowas machen wir nicht. Sowas ist gar nicht. Auf Türkisch hat er gerade gesagt, dass wir halt das vergessen. Bullshit, stimmt nicht. Cut. Wir rennen die ganze Zeit von einem Loft zum anderen. Super stressig, aber ich will mich nicht beschweren, denn das sind alles Luxusprobleme. Weil Moritz guckt mich auch bereits so an, als wären das Luxusprobleme. Was war das denn jetzt gerade? Kommt die so an, meint so. Okay, was muss ich machen? Wie funktioniert das? Kannst du mir das bitte erklären? Ich hätte voll gern das neue iPhone. Sieht aus wie so ein B***er hier. Sieht aus wie so ein gestörter Serienkiller. Was ist los mit dir? Das Ding ist, das nächste Event wird auch ein Fotoshooting sein, ein Halloween-Shooting. Ich habe die Location bereits gesaved. Das wird am 31. sein. Warte. So? Nee, Digga, das wird schon. Also, ich wollte erstmal kurz Danke sagen an alle Leute, die da waren, dass ihr jetzt auch hier seid. Es ist echt ein anstrengendes Event gewesen. Wir hatten sehr, sehr viele Hochs, sehr, sehr viele Tiefs. Aber es war geil, es freut mich. Wir werden ein paar weitere Events haben in der nächsten Zeit. Halloween-Shooting, wir werden Partys haben, wir werden Charity-Events machen. Also da wird einiges noch auf euch zukommen. Ich danke jedem Einzelnen, der hier ist. Dankeschön. Bist du die Plus 1? Nee. Habe ich dich eingeladen? Nee. Ich habe dich eingeladen.